Moin Leute, willkommen zum neuen Video von Startup Company. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Begrüßung war recht schnell gesprochen, aber das war Absicht. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich habe gesehen, dass 80% meiner Viewer noch keine Abonnenten sind. Das lässt sich schnell ändern, und ja. Aber gut. Das soll ich nur noch mal schnell erwähnt haben. Und ja, ich würde sagen, wir sollten mal ein paar Mitarbeiter mehr einstellen. Ich bin zu faul. Das war ich letzte Woche. Obwohl, können wir ja machen. Wir brauchen dafür 2 Entwickler und 2 Designer. Machen wir das mal. Das heißt 2 Arbeitsplätze. 1. Und dann 2 und dann 1, 2. So. Jetzt. Nach was hatte ich eigentlich zuletzt gesucht? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, egal. Hier die Leads brauchen wir. Das heißt, hier das kann mehr. Wir machen noch 17 Millionen. Bringt uns leider noch nichts. So. Aber gut. Hier. Erreicht 10 Millionen User. Das kriegen wir doch locker hin. So. Das heißt, dafür müssen wir erst noch einmal upgraden. Ach, diesen armen Happy. Deshalb. Ah ja. Video Editor. Okay. Startseite ist halt. Das ist halt immer so ein bisschen nervig. So. Ah gut, dann sind die halt unhappy. Ist jetzt halt so. Ganz einfach. Die lassen wir ganz weg. So, jetzt hier erstmal gucken, was du geschafft hast. 585. Ja, ist das hier das Beste. 10 Tage verhandeln. Dann hier nochmal ein bisschen höher. Wir sehen hier schon Big Business, von daher. Okay, 8,30. hier das kann weg, hier das auch und hier das auch. User, okay, es ist noch, hält sich ein Maß. Ist noch verbesserungsfähig. Hier. Gut, du hast schon nach Designer gesucht, das heißt, hier einfach mal so ungefähr, ja, so hinklatschen. Dann hier einfach mal akzeptieren und dann hier noch ein, so, du. Einfach mal hier so hinklatschen irgendwie. Und gut ist, ja, Angebot annehmen. Hier kommen die beiden Designer hin, du. Du entwickelst uns nur das. Und du nur. Das. Und jetzt Headhunting nach Entwicklern. Vielleicht der schon relativ anständig oder die 45 Jahre alt. Oh, ist aber nicht schlimm. Von daher hier schon mal einstellen. Okay, du programmierst glaube ich hier die Teile. Und stimmt, Headhunting. Muss ich ja noch jemanden einstellen. Kopfgeldjagd. 125% schickt. So. Angebot senden. Der ist 38.
So, auswählen. Und du machst hier beides. Hier kriegen wir ordentlich Einnahmen. Hier, das lässt sich noch verbessern. Vor allem hier das. Ja gut, das ist so eine Sache. Wobei, ein... Komm. Was brauchen wir? Ja, komm, hier trotzdem weg. Ich glaube, wir können hier schon mal anfangen, das zu machen. So, 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 so. Okay, du machst die. Und du sollst nicht alles machen. Du machst die nicht, sondern du machst hier Grafikkomponenten. Du machst UI. Du machst die Anzeigeteile da. Genau. Hier die. Einfach damit wir schon mal alles so aufgeteilt haben. Komm weg. Und dann machst du hier die Elemente. Und du machst weiter so. Wie lange braucht man für die Elemente? Okay. Auch nicht so lange, aber gut. Beim Features. Okay. Das geht schnell. Soll ja auch schnell gehen. So. Das hier erstmal ein bisschen aufwerten. Dann können wir schon mal hier nachgucken. Haben wir bei den Designern alles besetzt? Ja, haben wir. Ja. Gut. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 4. 4 leitende Entwickler haben wir, glaube ich. Oder, ja, genau. So. Das heißt, einmal alles löschen. Einmal machst du das. Du machst das. Dann machst du die Zahnrädchen. So. Und du machst... Warte, was brauchen wir jetzt noch? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar leitende Entwickler. Wir brauchen das und wir brauchen Eingabemodul. Okay. Eingabemodul machst du. Oder? Wir haben das. Wir haben das. Das nicht. Okay, wir brauchen noch einen leitenden Entwickler. Einen leitenden Entwickler, ja. Das heißt, Headhunting starten. So, fertig. Und dann... Oh, gut. Wie viele Aufrufe haben wir jetzt? Ach, bald die 17 Millionen. Aber noch nicht jetzt, leider. Aber dafür haben wir hier... guten Vertrag, den wir auch noch ein bisschen hochhandeln können. Ich gehe immer nur jetzt 10er Schritte runter, damit der schön hochgehen muss. Ha, gut. Wir kommen ins Geschäft. Wie sich's gehören sollte. Leitender Entwickler, stimmt. Stopp, abbrechen. Das hier. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich glaube, man merkt's. Ja, egal. Oh. Wer braucht hier die Elemente? Ja, gut. Gibt Probleme. So, erstmal ein paar UI-Elemente machen lassen. So, gut. Haben wir jetzt anders. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Du machst keine Schnittstellenmodule.
Du fängst schon mal hier mit an. Und dann hier gucken. Wir gucken mal bei Headhunting. Nicht einstellen. Hier Geschwindigkeit. 129, ja komm. So und so. Und dann passt das. Hier Angebot annehmen. Dann brauchen wir hier einen neuen Arbeitsplatz. Und der kommt hier dahinter. Wir werden das eher als nochmal umstrukturieren müssen, von daher. Das. Genau. So. 134, okay, das passt soweit. Aber hier, das sollten wir jetzt bald ordentlich upgraden können. So um die 100 Mal. Denke ich. Kommen wir bald hin. Okay, das brauchst du, denke ich mal, nicht. Macht einer eigentlich die Netzwerkkomponenten? Ja, die hier hinten alle. Gut. Wir werden wahrscheinlich noch jemanden einstellen müssen, der hier sozusagen Allrounder macht. Der sich hier UI-Elemente herstellt. Das wäre, glaube ich, recht sinnvoll. Wer macht denn eigentlich die Drahtmodule? Okay, du. Myra Osborne. Krank. Okay. Ist ja kein Problem. Geld haben wir genug, aber Management ist halt jetzt so eine Sache bei mir. Ich finde schade, dass man nicht einfach Arbeiter einstellen kann, dann sagen kann, so, so viel da drauf, und so weiter und so fort. Wie so ziemlich in jedem anderen Spiel. Aber gut, ist jetzt einmal so. So. Hier, das kam weg. Dann erstmal Filter auf 17 Millionen mindestens. So. 17 Millionen ist wichtig. Hier, das kam weg. Hier, das. Und ja. Sieht ordentlich aus. Oh. Wirklich? Durch die DDoS-Attacke, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Hier hat jeder seine Sachen, das ist gut. Hier kann man mal 5 herstellen. 5 Komponenten. Und hier einfach mal 100. Warum nicht? Oh, 13 Millionen. Oh. Okay, ich will aber nicht investieren lassen, sag ich mal. Ja, oh, schon 18 Millionen teils. Oh, nicht schlecht. Sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Wir gucken mal hier. So, konfigurieren. Wird alles schon gemacht. Das heißt, wir brauchen noch eine Datenbank. Datenbank hier. Konfigurieren. Und dann brauchen wir wahrscheinlich nichts. Das heißt, wir fügen nochmal eine Datenbank hinzu. Und nochmal eine Cage. So. Und dann konfigurieren wir das Ganze nochmal. Konfigurieren. Und dann Webserver, genau. Wie vermutet. Und hier unten kommen dann nochmal einfach so zwei Lüftungsschlitze hin. So, bestätigen und ja, so. Das ist nicht so überhitzt. Wir sollten vielleicht mal wieder ja, hier gucken. 17 Millionen hier für. Geht besser. Aber hier, das können wir ja noch mal ein bisschen hochhandeln. So, ist ja ein bisschen hochgegriffen, aber gut. Guck mal, wie ich dir schon entgegenkomme. Komm. Sei mal ein bisschen netter.
So, eine 880er CPM. Das ist top. Meine Stimme ist natürlich auch wieder top. Wie man es kennt. Aber gut. Hier. Zufriedenheit. Passt. 41 Tickets gelöst. Okay, das ist wirklich top. Ich kann mich bei meinen Mitarbeitern nicht beschweren. Obwohl sie eigentlich mal ein bisschen selbstständiger sein müssten, sag ich mal. Aber gut. Mein Stuhl quietscht eklig. Das hasse ich, aber gut. Das lässt sich auch nicht verhindern. Ah, aber wir können ja mal hier mal gucken. Vermarkter fortgeschritten. Boah. Brauchen wir das? Nö. Was machen wir gerade eigentlich bei Marketing? Ja. Fernsehwerbung brauchen wir. Vermarkter Experte und Vermarkter fortgeschritten. Aber gut, Fernseh ist glaube ich noch ein bisschen. Vermarkter fortgeschritten. Ja, komm. Wo ist unser Vermarkter hier? Oder Vermarkterin? Hier, Schulung. Lernen erstmal ein bisschen und dann geht's weiter. Also unser Unternehmen wächst. Wir haben ordentlich Geld und wir können ja mal gucken, was das nächstgrößere Büro so zu bieten hätte. 160 Arbeitsplätze und wie viel haben wir? Ich glaube 80. Kann das sein? Nee, nicht das. Ja, hier sind wir. Ja, genau, 80. Aber noch haben wir ordentlich Kapazität. Ich denke, wir brauchen noch keine 80, oder? Nee. Ah. Ah, das bringt der. Oh. Oh. So. Ja gut. Das wollte ich mir mal einfach angucken, um zu wissen, was das ist. Aber gut, ist ganz schön viel. Ja, das duplizieren wir mal. So. Und dann erstmal alle konfigurieren. Ja, zu Temperatur. Rack-Temperatur 58 Grad. Nicht gut. Da brauchen wir wohl noch ein paar Kühlungen. Bestätigen. 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 Oder? Ja gut, dann passt das. Aber trotzdem ist es wohl ein bisschen viel gewesen. Das heißt, hier ein paar. Ein Rack-Kühler. So. Dann passt das auch. Und dann. Ah, es sind schon alle aktiviert. Oder? Habe ich mich eben. Hier, ne. Fast alle. Also. Okay, hier fehlt ein bisschen Systemadministrator. Macht der überhaupt? Wo ist denn unser Systemadministrator? Ah, wir sind hier. Okay. Komm, du machst die auch nochmal. Ja. Wir können uns Zeit lassen. Solange wie das dauert, aber gut. Wie weit bist du eigentlich? Fertig, gut. Dann kannst du ja nichts weiter. Wir müssen weiter erforschen. Nämlich nicht das, das. Marketing. Fortgeschritten. Videoformat, Audioformat. So. Passt. Ja.
Lassen wir einfach mal so durchlaufen. Was machst du hier Schönes? Nichts, auch gut. Könntest aber mehr machen. Das heißt, wir setzen mal den Filter auf 19.000. Und warten erstmal, was jetzt hier so rauskommt. Löschen einfach mal die schlechten Sachen, sage ich mal. 20.000, 21.000, Entschuldigung, minus. Ist jetzt nicht wirklich viel. Also, was sind 21.000? So. Jetzt ist es kalt. Jetzt ist es ordentlich kalt, aber wir machen es ja extra so kalt, damit es auf keinen Fall über, also Hosting hier überlastet ist. Und ja. Vielleicht brauchen wir noch mal ein paar mehr Forscher, aber alles hat seine Zeit. Deutsch. Alles hat seine Zeit. So. Ich würde sagen, hier können wir noch mal ein bisschen erhöhen. Und dann fangen wir mal hier so bei 10, 20 an. Und senken mal auf 79. Und senken auf 29. Und senken noch ein Stückchen auf 98. Und senken auf 8,50. Und wenn der jetzt abspringt, ist okay. Wir finden neue. Von daher. Die wollen Werbung schalten, nicht wir. Okay, wir auch, weil wir dadurch Geld verdienen, aber wissen die ja nicht. Aber mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ah, nee, doch nicht. Wie viel? Okay, wir können schon mal bei 20. Ach komm. Mache ich jetzt einfach. Oh. Okay, da gab es einen Drop. Das heißt, wir warten noch mal einen Augenblick. Wer hat eigentlich von euch die Aufgabe? Keiner, auch gut. Sollte aber einer haben. Ich kapiere es nicht. Egal. Gibt's hier wieder einen Anschwung? Oh. Hier das. Anständig. Da fangen wir mal ganz hoch an bei teuer. Oh, die gehen schon ganz schön hoch. Die wollen unbedingt Werbung senden. Und die kriegen wir auch noch ordentlich hoch. Das sage ich, wir kriegen das so bei 8,5, 8,90, komm, 8,80, ich bleib bei 8,80, 8,70, wenn die das jetzt nicht annehmen, ich wollte schon so, Rich Kids in C, so kann man sich natürlich auch nennen, Rich Kids in C, aber gut, hier. Boah. Da kannst du hier nochmal eins mit produzieren. Hast ja eh sonst nichts zu tun. Und ja, wir können mal die Tafel vielleicht umplatzieren. Einfach hier so vor Sofa. Komm einfach mal so. Oder in die Ecke. Da können wir die nicht so schieben. Und den dann noch dazwischen. Hat er noch mal mehr Orten? 10 Millionen registrierte User oder was das? Nein. So. Hier brauchen wir vielleicht noch mal einen Systemadministrator.
Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Oh, das mit dem Systemadministrator will ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Glocke da lassen und vielleicht auch noch Feedback geben. Das wäre top. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.